Nach einigen Jahren, nach dem letzten Video, das richtige Survival-Video von uns, kommt jetzt endlich mal wieder ein Video. Und zwar sind wir hier in Bayern wieder, irgendwo in den Bergen. Ist ja eigentlich recht egal, wo wir sind auf jeden Fall im Wald. Unser Ziel ist es, auf einen gewissen Berg raufzukommen. Also ein Tal, das ist so eine Kuhle, links rechts zwei Berge, in der Mitte so ein Tal, da wollen wir unser Lager aufstellen. Genau, unser Ziel ist es, irgendwie Feuer zu machen, vielleicht sogar noch ein Tier zu fangen, kann nicht so ein großes, aber mal schauen, vielleicht ein Frosch oder sowas. Einfach so, um so auch mal sowas gemacht zu haben. Und natürlich wollen wir keine richtigen Tiere hier, wollen wir nicht bildern. Aber dazu, wir haben jetzt so ein paar Karten ausgedruckt hier und haben auch einen Kompass dabei. Und damit werden wir jetzt erstmal gleich navigieren, in welche Richtung wir überhaupt laufen wollen. Denn wir wollen nicht so einen riesigen Umweg laufen, aber das werden wir alles gleich machen. Und sonst, ja, wir hoffen, haben eine schöne Zeit und wir hoffen, es wird ein schönes Video. Und sonst, ich nehme das Ganze hier mit der GoPro Hero Session auf. Also die ganze Qualität ist alles von der GoPro Hero Session. Wir werden auch ab und zu mit anderen Kameras aufnehmen. Aber das meiste Teil des Videos ist mit der GoPro Hero Session aufgenommen. Ja, deswegen würde ich sagen, da vorne sind zwei Bänke und da gehen wir jetzt mal hin und navigieren ein bisschen und dann geht's weiter Richtung Berg. Wir sind jetzt hier angekommen, wir sind ungefähr eine Dreiviertelstunde den Weg hier hochgelaufen. Und zwar, wir befinden uns jetzt genau hier. Das haben wir daran erkannt, weil wir sind hier bei Raut ungefähr, sind wir hier hochgelaufen. Dann hier ist die Schranke, sind wir immer weiter gelaufen, da kamen wir so eine S-Kurve. Und hier sind zwei Bänke eingezeichnet. Und genau, hier geht der Weg eigentlich mit. Wir wollten hier oben hin. Das hier ist das Tal, da ist, ja, wollten wir Feuer machen und ein bisschen unser Lagerplatz aufstellen, weil es ist geschützt. Aber eigentlich müssten wir hier ewig weiter außen rumlaufen und dann hier hoch und dann da. Und uns überlegt, dass wir einfach von hier nach da uns einfach über die Lichtung die abkürzen können. Machen wir jetzt so, indem wir mit dem Kompass die Marschkompasszahl ermitteln. Und zwar dazu legen wir den Kompass hin, warten, bis er sich auf Norden gedreht hat. So, genau. Dann schieben wir den Kompass so hin auf unsere Position und drehen die Karte so lange, bis die auch auf Norden zeigt, so dass hier Norden ist und da Norden ist. Das ist so parallel, sozusagen parallel ist, also geradeaus, dass beides Norden ist halt. So, schieben den Kompass ein bisschen hoch, damit wir unsere Position sehen. Und jetzt sagen wir, okay, wir wollen jetzt genau dahin. Dann eigentlich hat man noch so ein Gerät, so ein Lineal, mit dem wir das dann besser ablesen können. Das haben wir jetzt aber nicht, aber man kann es auch einfach grob machen. Und zwar, wir sind jetzt da, wollen dahin. Das ist ungefähr Grad 21 Grad. 60 Grad, sorry. Ungefähr 60 Grad. Und jetzt laufen wir immer Richtung 60 Grad und dann kommen wir auf den Weg da hin. Okay, sind sie angekommen, wir sind gerade von da unten 60 Grad hier hochgelaufen. Und der Trick ist nämlich bei so Kompanten, die haben hier immer so einen Schlitz und so ein Draht. Und damit dreht man sich so lange, bis man zum Beispiel auf hier Norden ist oder 4 Grad. Dann schaut man so durch mit dem Schlitz und mit dem Draht auf eine Spur und dann peilt man sozusagen den Baum da unten an, läuft dann in die Richtung und macht das gleiche nochmal, so lange, bis er über sein Ziel ankommt, genau. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt sind wir hier bei 60 Grad bei dem Baum und machen wir nochmal, bis wir den Berg drüber sind. Thank you.
So, wir sind jetzt im Prinzip schon hier oben, wo wir hin wollten. Jetzt sind wir auf dem Berg drauf. Den Steinpart, der ist geschafft. Und jetzt ist eigentlich, hier hat man schon ein bisschen Ausblick auf den Kochelsee. Dem einen oder anderen sagt es bestimmt was. Da haben wir später noch bessere Aussicht drauf. Und jetzt peilt Luca schon wieder den nächsten Spot an. Wir laufen immer noch 60 Grad. Ja, und sonst, hier im Wald ist es ein bisschen kühler als draußen. Da vorne mussten wir noch einen Stacheldrahtzaun überqueren. Ist aber kein Problem. Ja, und jetzt geht's weiter nach da oben. Auf der Karte kann man noch mal schauen. Ich glaube, wir sind jetzt circa... Pass auf. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt... Was hinlegen hier? Wir sind jetzt von hier rüber gelaufen und sind jetzt, glaube ich, das hier, dieses 800 Meter Ding, da bin ich gerade drauf und wir stehen jetzt sogar da. Und wir wollen da hoch, das ist da. Das heißt, unser Ziel ist es, da hinzukommen. Das heißt, wir laufen jetzt weiter 60 Grad in die Richtung und sind dann irgendwann hier. Und da werden wir unser Lager errichten. Ja. Lukas, hast du einen Punkt? Okay, dann geht's jetzt weiter. Also für alle Leute, die es interessiert, wir können auch nochmal den Link in die Beschreibung packen von der Karte, die wir hier ausgedruckt haben. Falls ihr nochmal genau gucken wollt, wo wir langgelaufen sind. Um vielleicht ein besseres Bild davon zu bekommen, wenn man das jetzt nicht so gut erkannt hat auf der Kamera. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal an den Link klicken. Da ist dann die hoffentlich die genaue Position von dem Ort, wo wir sind. Und da könnt ihr nochmal genau schauen, wo wir langgelaufen sind. So, wir sind jetzt da, wo wir hin wollten, nach der Karte. Wir wären fast zu weit gelaufen, aber jetzt sind wir hier, wo wir hin wollten. Ja, wir suchen jetzt noch einen schönen Lagerplatz, der ein bisschen windgeschützter ist und so ein bisschen geschlossener ist. Hier. Es ist wichtig, einen guten Lagerplatz zu finden, der windgeschützt ist, weil bei starkem Wind bringt Feuer nichts, das geht nur darauf wieder aus. Deswegen ist es besser, so ein bisschen windgeschützteren Platz zu finden an einem Felsen, der dann auch die Wärme reflektiert. Hier? Okay, hier unten so. Gut. Dann ist hier unser Platz. Oder da, da finde ich noch besser. Da in der Ecke? Ja. Ja, okay, gut, perfekt. Dann hier so in der Ecke stellen wir unser Lager auf und suchen jetzt mal Zeug für ein Feuer. Und dann mal los. Vor allen Dingen an umgestürzten Bäumen gibt es viel Reisig, wie man hier sehen kann. Und Reisig ist ein super Beschleuniger. Sobald man eine kleine Flamme hat, kann man Reisig drauflegen und das Feuer ist direkt größer. Reisig ist so kleines Geäst, was so hier meistens so ein bisschen stachelig ist. Das hat viel Oberfläche und fängt dadurch auch schnell an zu brennen. Am besten nimmt man sich einfach so, das ist super trocken hier, so kann man sich ganz schnell abpflücken. Das bricht auch super schnell, muss man eigentlich nur mit der Hand reingehen. Hier auch auf dem Boden. Trocken sollte es auf jeden Fall sein, weil wenn es nicht trocken ist, dann fängt es sehr langsam nur an zu brennen. Aber dieses Reisig zum Beispiel ist hier sehr trocken. Hat zwar in letzter Zeit ein bisschen geregnet, aber das scheint sehr schnell wieder getrocknet zu sein. Denn auch wenn Glut da ist und man kann man das Feuer pusten, dann kommt eine kleine Flamme. Und dann kannst du damit im Reisig das wieder ganz schnell starten. Also Reisig kann man eigentlich nie genug von haben. Dann bringen wir jetzt mal das Holz wieder zurück zum Lagerplatz da oben und dann suchen wir mal noch ein bisschen größeren Stöcken. Auch an abgestorbenen Bäumen wie diesen zum Beispiel gibt es zwar keinen Reisig, aber dafür viele sehr trockene Äste. Ganz einfach überprüfen, ob die trocken genug sind, ist einfach, wie ich gerade, einfach rangehen, ein bisschen ziehen. Ich mache nur ein bisschen und es reißt
bricht sofort, es splittert sofort. Splittern ist ein gutes Zeichen. Splittern heißt, es ist trocken. Das hier ist ein trockener Ast, den kann man einfach so ganz einfach zerbrechen. Und den da, der kann man richtig weit piegen. Und dann bricht der erst. Aber der abziehen. Bricht doch nicht mal richtig, muss er abziehen. Ja. Man kann auch fühlen innen drin, ob der... Genau. Ja, genau. Und das ist eigentlich gute Äste, die fangen super schnell an zu brennen. Und ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, dass man genug Äste hat, um Feuer zu starten. Denn wenn man dann die große Flamme vom Reisig hat, bringt es nichts, dann mehr Reisig drauf zu legen, weil Reisig brennt schnell ab. Deswegen ist es gut, direkt größere Äste zu haben und direkt das Feuer dann direkt anzumachen. Und davon werden wir einige sammeln. Das Wichtigste bei Feuer machen ist, ich sag's immer wieder, aber das Wichtigste bei Feuer machen ist es, eine gute Vorbereitung. Man muss immer alles beieinander haben und so, falls man nämlich Feuer dann bekommt und dann mal hat kein Reisig da oder nur ein bisschen dickere Stöcke, man muss erst ewig Reisig suchen oder das ganz weit weg, da rennt man da erst hin und dann hat man es und dann gerade so schafft man es vielleicht oder es geht dann wieder aus und dann hat man alles, was man gerade gemacht hat, war alles umsonst. Deswegen immer alles beieinander haben, da ist Reisig, da sind ein bisschen dickere Stöcke, noch dickere Stöcke, ganz dicke Stöcke. So, alles ready haben, dann Zunder suchen, zum Beispiel eignen sich gut von Blumen, sind so weiß oben, die kann man so gut abziehen, das ist ein bisschen aus Baumwolle, gibt es eben manche Wechsel hier, oder Birkenrind ist auch richtig gut. Dann, wir haben von Light My Fire, Finn hat auch ein Video gemacht, das ist jetzt hier oben da. Und genau, das Light My Fire ist ein Stick, der ist harzhaltig und dieses Harz ist eben leicht brennbar und damit kann man eben so kleine Schnipsel abschneiden, dann hier auf eine Oberfläche machen oder mit einem Feuerstarter kann man einfach ein paar Mal hinmachen und irgendwann fängt es eben an zu brennen und dann kann man sofort das Reisig drauf tun, ein bisschen dickere Stöcke und dann immer so weiter, genau. Und ich schneide jetzt erstmal hier so die zusammen und dann, ja, dann geht's los. Es brennt. Okay, jetzt 30 nehmen. 30, Luca? Ja, warte. Okay, gib her. Wie soll er drauf hin? Ja, jetzt. Jetzt. Ganz wenig Reisig. Ja, okay. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht, einen kleinen. Wir haben ein bisschen zu wenig Reisig mitgenommen. Ja. Also wie gesagt, spart nicht mit dem Reisig. Mehr am Ende, wenn ihr noch was liegen habt, ist nicht schlecht. Wir haben es jetzt noch hinbekommen. Es sieht gut aus gerade. Der Reisig bietet eine gute Grundlage. Doch so jederzeit, es kann natürlich ausgehen. Ne? Ab einem gewissen Punkt ist es heiß genug, dass auch wenn es ausgegangen ist, dass man mit der Glut es wieder ankriegt. Ja, ja. Aber im Moment ist der Punkt noch nicht erreicht. Ihr seht, da drin ist Reisig glüht, aber das Reisig innerhalb von wenigen Sekunden ist ja. Es wieder aus. Aber jetzt seht ihr, die kleinen Stöcke haben echt geholfen, da ist noch eine, um das Feuer rot anzukriegen. Und man spürt direkt die Wärme von dem Feuer. Ja. Das ist schön. Wenn man hier 20 Minuten versucht, es anzukriegen, die Finger schon wehtun. Und dann endlich Feuer kommt. So, jetzt sollten wir langsam anfangen. Ich habe immer Rinde mitgeholt, so totes Holz, mal gucken, wie gut es brennt. Okay, jetzt sollten wir die Zeit nutzen.
direkt großes Zeug drauflegen. Ja, ja. Direkt großes Zeug drauflegen, bevor es wieder dann zu spät ist und wieder ausgeht. Jetzt ist Feuer noch groß. Ja, auch die Pyramide stapeln. Ja. Von allen Seiten. Komm mal rüber hier. Ja, einfach aus der. Sorry, dass jetzt die Kamera ein bisschen wackelig ist, aber ja, das Feuer ist jetzt gerade wichtig. Also ich versuche eine Hand zu viel machen, wirklich. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht erstickt. Ja, ich nicht wirklich. Oh, das ist schön. Im Moment bietet es halt das Reisig noch, die Grundlage, aber die anderen Stücke haben schon angefangen zu brennen. Ja, das ist gut. Boah, es ist schön. Es ist zwar nicht so kalt, aber es ist trotzdem geil, ein Feuer zu haben. Hier wird das Ganze stark. Ja. Das Feuer könnte auch ein bisschen aufbocken, so wie ich das, habt ihr gesehen hier. Wenn ich das reinlege, sinkt das Feuer, wenn ich das hochbocke. Steigt das Feuer so ein bisschen weiter nach oben. Weil du auch mehr Sauerstoff bekommst. Mehr Sauerstoff, genau, das ist wichtiger. Deswegen, das habt ihr schon auch schon mal von gehört, dieses Gitter von Stöcken drunter machen. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht, weil wir das nicht für nötig gehalten haben, weil es halt echt nicht so nass hier ist. Aber wenn es wirklich, wenn ihr wirklich auf einem nassen Untergrund seid, dann legt ein Raster aus Stöcken hin, womit kann auch viel mehr Luft drunter kommen. Mhm. Das haben wir jetzt nicht gebraucht, hat ja auch so funktioniert, aber sicher ist sicher. Und jetzt sollte man die Zeit nutzen, neue Stöcker zu suchen. Ein bisschen dickere. Und dickere Stöcker draufzulegen. Ich suche so lange neue Stöcker. Lukas kümmert sich um das Feuer. Und hier, diesen Ast, da kann sich gut bedienen. Der. Letztes Mal hatten wir ein bisschen einen Fehler gemacht, dass wir, man Fehler lernt man ja. Letztes Mal hat einen Fehler gemacht, dass wir halt nur so Stöcker genommen haben und damit versucht haben, über Nacht ein Feuer anzuhalten. Das hat natürlich nicht viel gebracht, weil über Nacht, dass die Stöcker brennen von 10 Minuten weg. Und dann war es das, deswegen ist es wichtig, viele große Stöcker zu haben auch noch. Aber jetzt im Moment, am Anfang des Feuers, ist es eher wichtiger, das Feuer groß zu machen und um dann größere Stöcker draufzulegen.